Hey, liebe Kids und hey, liebe Eltern. So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt gut in den dritten Advent reingestartet. Hey, die Zeit, die geht so schnell vorbei. Ich habe euch heute was mitgebracht. Eine Dose voller Plätzchen. Ihr habt bestimmt jetzt auch in der Adventszeit schon mit euren Eltern oder mit euren Geschwistern Plätzchen gebacken und bestimmt auch mal genascht beim Teig oder auch mal, wo ihr die Streusel drauf gemacht habt. Das ist nämlich eine ganz coole Sache. Und als ich dieses Jahr Plätzchen gebacken habe, da ist mir dieser Ausstecher in die Hände gekommen, ein Engel. Und als ich den Engel gesehen habe, ist mir die Geschichte von Jesus, als er geboren ist, eingefallen. Als der Engel zu dem Hirten gesagt hat, hey, das Christuskind wurde geboren im Stall. Hey, was ist denn das für eine coole Nachricht, oder? Und heute geht es auch um den Hirten in unserer Geschichte. Und bevor wir in die Geschichte reinstarten, wollen wir mit euch Gott loben und preisen im Worship. Ihr dürft aufstehen, macht euch Platz, stellt mal die Stühle auf die Seite und dann kann es schon losgehen. Viel Spaß euch! Jesus ist der Stärkste und deshalb singen wir zusammen. Stark, stärker, Jesus. Yeah.
Hey Kids, oh, das hat so viel Spaß gemacht, mit euch einfach zu tanzen und zu singen. Ihr habt so gut mitgemacht. Wisst ihr noch die Geschichte von unseren Freunden, die letzte Woche, die sie erlebt haben? Die war doch so, so spannend. Und ich bin schon so gespannt, was unsere Freunde diese Woche wieder gemeinsam erleben werden. Ihr auch? Dann würde ich sagen, schalten wir schnell rüber und Film ab. Wir war hier und wir war da, zusammen mein Team, ist doch klar. Liz und Andy sind am Start, Sammy und HP, Oma Hildegard. Hi Andy. Hallo. Was machst du da? Auf dem Kopf stehen und mit den Ohren wackeln, sieht man doch. Warum das denn? Weil. Mein Rücken. Weil Oma hat gesagt, dass es gegen Langeweile helfen soll. Aber hat irgendwie nicht so geklappt. Immerhin was du hast du was Neues ausprobiert. Mir ist so langweilig. Jeden Tag das Gleiche. Aufstehen, Zähne putzen, in die Schule gehen. Ja, Fressen ist langweilig. Ich glaube, uns hat die Langweileritis eingeholt. Hä? Was soll das denn jetzt sein? Morgen. Guten Morgen. Wie siehst du denn aus mit deinen Augen? Siehst du aus wie ein Panda-Bär? Ich habe heute Nacht richtig schlecht geschlafen. Die ganze Zeit dachte ich, ich höre Schritte im Flur. Vielleicht hat deine Oma schon wieder im Schlaf geputzt. Kann sein. Jedenfalls brauche ich jetzt eine riesige Tasse heißen Kaba, um mich wach zu halten. Ja, das tut gut. Was ist denn bei euch so los? Nicht viel. Mir ist so langweilig. Und Andy auch. Aber nicht mehr lange. Hä? Wieso das denn? Gerade eben hast du noch versucht, mit den Ohren zu wackeln. Ja, aber ich habe gerade mit Jesus gesprochen und habe ihm gesagt, dass mir langweilig ist. Und er hilft immer. Ich kenne mich ja nicht wirklich mit deinem Jesus da aus. Aber ich habe ja sowieso gerade nichts Besseres zu tun. Also warte ich einfach. Okay, ich mach mit. Sag mal, bist du dir sicher, dass dein Jesus-Homie jetzt noch was macht? Mir ist immer noch langweilig. Geduld haben. Sag mal, glaubst du das? Ich habe eine neue Nachricht. Geht es dir gut? Kinder, meine Fehler sind weg. Ich glaube, du brauchst eine neue Brille. Die sind doch noch alle Nein, schau doch mal genauer hin. Der Schnurrbart von deinem Papa ist eine Banane. Das ist schrecklich. Was soll ich dir jetzt so tun? Oha, jetzt ist uns nicht mehr langweilig, oder? Auch wenn ich mir das nicht so vorgestellt habe, Jesus. Sollen wir die Polizei rufen? Oder? Nein, die Polizei interessiert sich für solche Sachen nicht. Diese Bilder sind nur für mich wertvoll. Das ist schrecklich. Was soll ich jetzt noch machen? Wir finden die Täter. Ja, wie richtige Detektive. Ja, und wenn wir sie finden, werden sie bereuen, dass sie sich mit Oma Hildegard angelegt haben. Nein, ich will ja nicht, dass sie euch verletzt oder so. Aber Oma, wir verletzen uns schon nicht. Ja, wir passen aufeinander auf. Ach, Kinderchen, ich bin jetzt echt ein bisschen fertig. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Mach bloß keinen Unsinn, okay? Okay. Okay. Erster Tagebucheintrag von Detective Führer. Klientin Oma. Fall: gestohlene Bilder und gefälschte Motive. Motiv? Keine Ahnung.
Ja, warum sollte man so etwas jemandem antun? Vielleicht finden wir das raus, wenn wir wissen, wer das war. Wir müssen nach Spuren suchen. Okay. Vielleicht hat der Täter etwas verloren, als er die Bilder ausgetauscht hat. Okay, alles klar. Fingerabdrücke? Na, ich sehe keine. Schuhabdrücke? Auch keine. Geruch? Omas Lavendelparfüm. Das schreibe ich lieber nicht auf. Hey Leute, guck mal, ein Haar. Na und? So oft wie Liz sich die Haare kennt, ist das bestimmt von ihr. Hey. Das ist aber so eklig. Es hat so Schneckenschleim oder Kurotz drauf. Das ist doch kein Schneckenschleim, das ist Haargel. Benutzt du etwa Haargel, Andy? Nee. Das Gel kann ich analysieren. Mit dem neuen Programm, das ich auf HP installiert habe. Vielleicht können wir so herausfinden, woher das Gel ist. Beginne Scan. Wer benutzt denn so viel Gel? Ein Haar mit viel Gel? Analyse abgeschlossen. Schleimo? Das habe ich ja noch nie gehört. Aber nach Schleim sieht es schon aus. HP, suche Fakten über das Haargel Schleimo. Diese Marke gibt es nur in bestimmten Läden zu kaufen. Sie ist beinahe pleite gegangen im vergangenen Jahr und deshalb schwer zu finden. Kein Wunder bei dem Namen. Wenn das stimmt, dann können wir vielleicht herausfinden, wo der Täter einkaufen geht. Wer so viel Gel in den Haaren hat, muss bestimmt viel Gel nachkaufen. HP, suche Läden in der Umgebung, die das Haargel Schleimi verkaufen. Ich habe einen Treffer. Lemmys Laden, Kieselstraße 9. Aha, das ist der Wendepunkt. An dem Fall 01. Wendepunkt. 2.280.000 Einträge gefunden. In der Mathematik ist der Wendepunkt ein Punkt auf einem Funktionsgraphen, an dem der Graph sein Grenzverhalten ändert. Du weißt doch, dass HP das macht. Sorry. Hey, zum Thema Wendepunkt gibt es hier auch ein Video mit einer biblischen Geschichte. Das hat Papa uns vorhin auch geschickt. Und dazu hat er uns noch eine neue Krippenfigur geschickt. Ich will's aufmachen. Das weiß ich. Das ist eindeutig ein Hirtenhomie. Herr was? Nun ja, ein Schafaufpasser, du. Hirtenhomie. Mit dem Stock. Naja, egal. Liz, mach mal das Video an. Ich möchte sehen, was die Figur mit dem Thema Wendepunkt zu tun hat. Hoffentlich hat das nichts mit Mathe zu tun. Wäre doch cool. Hey Kids, wie schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und heute geht es in unserer Weihnachtsreihe auch wieder um eine besondere Person. Vielmehr geht es um besondere Personen. Und wie ihr vielleicht hier sehen könnt, ich habe in den letzten Tagen und Wochen mal was gebastelt. Und es soll euch schon mal so einen Hinweis geben, um wen es denn so heute geht. Ich glaube, ihr wisst es bestimmt schon daheim. Genau, heute geht es um die Hirten. Und zwar gibt es in der Bibel schon so viele Geschichten von verschiedenen Hirten. Ihr kennt ja bestimmt David, der war als junger Hirte. Oder auch Jesus sagt, er bezeichnet sich selbst als der gute Hirte, der für seine Schafe sogar sein Leben hergeben würde. Und wisst ihr, in Israel war der Hirtenberuf einer der ältesten Berufe überhaupt. Und es war auch ein sehr, sehr harter Beruf, müsst ihr wissen, weil als Hirte, da bist du von morgens bis abends auf der Weide, musst du immer schauen, dass die Schäfchen was zum Essen haben, zu trinken haben und musst dich um sie gut kümmern. Und es ist auch teilweise sehr gefährlich, weil ein Hirte kümmert sich ja nicht nur tagsüber um seine Schafe, sondern auch in der Nacht. Und in der Nacht gab es halt auch Gefahren, wie zum Beispiel kam ein Dieb mal vorbei oder irgendwelche Raubtiere. Und deswegen musste auch ein Hirte auf seine Schafe in der Nacht aufpassen. Und es war aber auch leider so, dass die Hirten nicht nur einen sehr harten und einen gefährlichen Beruf hatten, sondern sie waren auch sehr alleine. Denn ganz viele Menschen haben früher die Hirten verachtet. Die haben gesagt, hey, mit den Hirten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, zu denen redet man nicht, das sind unwichtige Menschen. Und es war wirklich sehr, sehr schade, weil deswegen hatten die Hirten kaum soziale Kontakte, sie hatten kaum Freunde. Und es war sogar teilweise auch so, dass die Hirten, dass die Schafe gar nicht ihnen selber gehörten, sondern irgendein reicher Mann,
hat gesagt, hier, passt auf meine Schafe auf. Und so haben eben die Hirten ihr Geld verdient. Weil die ganzen Menschen, die sie verachtet haben, die wollten auch nicht, dass sie irgendwie bei ihnen in der Stadt oder im Dorf arbeiten. Und deswegen war das die einzige Möglichkeit, wie sie ihr Geld verdienen konnten, indem sie auf die Schafe aufpassten. Aber ich möchte heute in der Weihnachtsgeschichte mal einen anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar einfach mal die Hirten durch Gottes Augen. Und in der Weihnachtsgeschichte spielen sie nämlich eine ganz, ganz wichtige und auch eine ganz besondere Rolle. Und wie ihr vielleicht wisst, also in der Nacht, als Jesus geboren wurde, es war eine Nacht wie jede andere zunächst. Und ganz wenige Menschen haben davon überhaupt was mitbekommen. Und genau, es war eine ganz besondere Nacht für die Hirten. Die wussten anfangs natürlich noch nichts davon. Die Schafe haben schon geschlafen und die Hirten wollten sich auch gerade schlafen legen, als dann etwas ganz Besonderes passiert ist. Und was genau in dieser Nacht vor vielen, vielen Jahren passiert ist, das erzählt euch jetzt ein junger Hirte. Oh Mann, Kinder, ich muss euch so ein tolles Ereignis erzählen. Ihr glaubt nicht, was uns gerade passiert ist. Wir Hirten, wir waren auf einem großen Feld mit unseren Schafen, dort vor einem kleinen Dorf. Es wurde schon langsam dunkel, wir saßen am Feuer und waren gerade dabei einzuschlafen. Plötzlich wurde es taghell, es erschien ein helles Licht und es stand direkt vor uns ein Engel. Ja, es war ein Engel und er war so hell, dass wir ihn nicht einmal richtig anschauen konnten. Und wir scheinen uns alle sehr erschrocken angeschaut zu haben, sagte er plötzlich, hab keine Angst. Und weiter sagte er, was ich erst gar nicht richtig verstanden habe, habt keine Angst, denn ich bringe euch heute eine frohe Botschaft. Heute in dieser Nacht ist in der Stadt Bethlehem der Retter Jesus Christus geboren. Ihr findet ihn dort in einer Futterkrippe liegend. Plötzlich kamen noch mehr Engel und sie alle dankten und lobten Gott. Und dann verschwanden sie plötzlich wieder. Einfach so. Und es war ganz still. Wir waren komplett überwältigt über das, was gerade passiert ist. Keiner von uns wusste, was er so richtig sagen sollte. Aber ich hielt es nicht länger aus und bin direkt zu meinem Papa und habe ihn gefragt, was da gerade passiert ist. Mein Papa ahnte es so langsam und erklärte es mir. Es ist so, dass dort, wo wir herkommen, die Menschen, wie wir Juden sind, vor langer Zeit in der Vergangenheit, hat Gott immer wieder das Versprechen gegeben, dass er einen Retter senden wird. Für uns und für alle Menschen. Und auf diesen Retter warten die Juden schon seit sehr langer Zeit. Und genau dieser Retter, von diesem Retter scheint der Engel gesprochen zu haben. Es ist unglaublich. Aber, dass Gott gerade uns Hirten auserwählt hat, dass wir als erstes seine Botschaft hören dürfen, ich meine, wir sind nicht besonders cool und wir sind auch nicht beliebt bei den Menschen. Ja, manche Menschen sagen sogar, dass wir nicht so sehr geliebt werden wie sie, weil wir eben anders sind. Aber egal, denn Gott hat es uns als Erster gesagt, die Botschaft. Er hat uns Hirten auserwählt, als Erstes von dieser Botschaft zu erfahren. Wir überlegten nicht länger weiter und entschieden, sofort nach Bethlehem zu gehen, um dort das Kind zu finden. Wir waren so aufgeregt, dass wir anfingen, in das Dorf zu rennen. Und es dauerte nicht lange, da sind wir im Stall angekommen. Dort bei dem Kind in der Futterkrippe liegend, bei seinen Eltern Maria und Josef. Wow, ich konnte es erst gar nicht richtig glauben, dass dieses kleine Baby der Retter sein sollte. Der es den Menschen ermöglicht, ab sofort in der Gemeinschaft mit Gott zusammenleben zu können und nicht mehr getrennt von Gott zu sein. Wir waren so außer uns, dass als wir heimliefen, wir einfach nur noch Gott lobten und ihm Danke sagten. Jedem, dem wir begegnet sind, haben wir von Gott erzählt, von dem Ereignis, dass uns die Engel erschienen sind. Es war einfach der Wahnsinn. Wir danken und loben Gott. Kinder, ich muss es unbedingt noch den anderen erzählen. Wow, was für ein tolles Ereignis. Stellt euch mal vor, Kinder, die Hirten waren eine der ersten Ohren und Augenzeugen von der Geburt von Jesus. Gott hat die Hirten, diese Menschen auserwählt, dass sie Teil von diesem wunderbaren Ereignis sein durften.
Und wisst ihr was? Was auch großartig ist, einfach zu sehen, die Hirten haben nicht ein einziges Mal gezweifelt. Sie hätten auch sagen können, hey, es ist mitten in der Nacht, ich will jetzt nicht unkilometerweise hinlaufen, ich will jetzt schlafen, aber nein, sie sind aufgestanden zusammen und sie sind einfach dorthin gelaufen, sie sind sogar tags gerannt, weil sie es kaum erwarten konnten, endlich dort zu sein und zu sehen, hey, was passiert dort? Ist da wirklich Jesus in der Krippe? Und deswegen ist es einfach so schön, das zu sehen, dass diese frohe Botschaft die Hirten in Bewegung gesetzt hat. Und die Begegnung mit Jesus war letztendlich der Wendepunkt in dem Leben von den Hirten. Sie haben sich danach geändert. Wer weiß, vielleicht haben sie davor gar nicht an Gott geglaubt. Aber als sie Jesus in der Krippe gesehen haben, waren sie voller Hoffnung und voller Begeisterung, dass sie einfach zurückgelaufen sind. Und allen Menschen, denen sie begegnet sind, haben sie von Jesus erzählt und gesagt, hey, unser Retter ist geboren. Und das ist auch so schön zu sehen, dass die Begegnung mit Jesus ein Wendepunkt in dem Leben von den Hirten war. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss einfach gerne noch 4 Punkte mitgeben, über die ihr euch auch zu Hause Gedanken machen könnt und mit euren Eltern, mit euren Geschwistern besprechen könnt. Und zwar Nummer 1, hey, Jesus möchte mit uns Menschen eine Begegnung haben. Er möchte dich kennenlernen, er möchte mich kennenlernen. Und zweitens ist, dass Jesus einfach den Menschen sieht. Die ganzen Umstände oder die Vergangenheit ist Jesus egal. Jesus ist egal, ob es irgendein armer Hirte ist, sondern er hat den Mensch gesehen, er hat das Herz gesehen. Und drittens ist, dass Gott keine Unterschiede macht. Für ihn sind alle Menschen gleich bedeutsam und gleich wertvoll. Er hat nicht unterschieden zwischen irgendeinem reichen Mann und einem armen Hirte. Nein, weil Gott liebt alle Menschen gleich und alle Menschen sind gleich wertvoll für ihn. Und zu guter Letzt möchte ich euch einfach gerne mitgeben, hey, sei mutig und mach dich auf den Weg. Vielleicht bist du daheim und sagst, ich weiß nicht so genau, ob ich an mich so glauben kann oder hast du manchmal Zweifel oder Ängste, dann kann ich dich nur ermutigen, hey, mach dich auf den Weg und begegne Jesus. Er streckt dir schon die Hand entgegen und sagt, hey, ich möchte dein Freund sein und vielleicht brauchst du auch einfach diesen Wendepunkt in deinem Leben. Und ich glaube, wir alle brauchen auch immer wieder diesen Wendepunkt in unserem Leben, in dem wir Jesus begegnen. Zum Abschluss würde ich einfach gerne noch mit dir beten. Also ich ermutige dich einfach, dass du mit mir betest. Und dann geht's auch weiter mit unserem Online-Kibo. Jesus, ich danke dir einfach für die Weihnachtszeit. Ich danke dir einfach für die vielen Geschichten. Und ich danke dir einfach, Herr, für die Hirten, die uns einfach zeigen, dass es einen Wendepunkt auch in unserem Leben immer wieder geben kann, Jesus. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wie wertvoll es ist, wenn wir dir begegnen und wenn wir ein Leben einfach mit dir leben, Jesus. Ich bitte dich auch, dass du uns ermutigst durch die weitere Zeit, Jesus, dass wir einfach immer wieder die Beziehung zu dir suchen und einfach den Weg mit dir weitergehen. Und ich bitte dich jetzt für die ganzen Kids daheim, für die ganzen Familien, dass du sie begleitest in der Weihnachtszeit, dass sie ein erfülltes Weihnachtsfest haben werden, Jesus, voller Liebe, voller Freude. Und Jesus, wir blicken einfach auf dich und wir danken dir, Jesus, dass du uns einfach so sehr segnest, Herr. Amen. Echt abgefangen, was für Freunde ich habe. Liz hat mir einfach so den Hirtenjungen mitgegeben, weil ich ihn so mochte. In dem Video haben die gesagt, dass wenn ich ein Freund von Jesus werde, dass sich mein Leben ändert. Also wenn ich ein Freund von Jesus bin, ist das der Wendepunkt in meinem Leben. Jesus, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Beten-Dings geht, aber Liz meinte, ich sollte einfach drauf losreden. Also, ja, wenn es dich wirklich gibt, dann wäre es echt cool. Ja, das war's. Ciao, oder auch nicht, du bist ja irgendwie immer da, meinte Annie zumindest. Endlich, endlich konnte ich. Wir können einfach der Hildegard 1 auswischen. Endlich, nach all den Jahren habe ich auf so einen Moment gewartet. Nach all dem, was sie mir in der Kunstakademie angetan hat. Sie hat die bessere Note in der Abschlussprüfung bekommen, weil sie meine gemischte Blaufarbe genommen hat. Meine Farbe! Und, oh, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet, oh, der Rache. So lange. Oh, Hildegard, das ist aber eine sehr schöne Farbe. Hast du
hast es sehr toll gemacht. Ha! Sie hat nur das ganze Lob bekommen, weil ich diese Farbe gemacht hat. Meine harte Arbeit war das. Und oh, dieser Moment. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Endlich kann ich sie so richtig heimzahlen. Warte. Moment, ich dachte, wir sind jetzt fertig mit dem Heimzahlen, Tante Melinda. Würdest du mir einmal zuhören? Wüsstest du, was wir machen wollten? Wir wollten doch noch. Ah, stimmt. Gott hat einen Plan für unsere Welt. Das größte Geschenk, ja ganz umsonst. Die Welt sollte sehen, wie sehr er sie liebt. Jetzt und für immer, weißt du es schon. Denn die Botschaft heißt, ein Kind ist gekommen. Das sind Geschenke, wie wir sie brauchen. Ohne Jesus wird es nicht laufen. Selbst die Hirten haben es vernommen. Unser Retter, er ist gekommen. Wow, Kids, war das nicht eine spannende Geschichte? Also ich fand sie richtig, richtig gut. Und ich konnte richtig viel von der Geschichte mitnehmen. Hey Kids, und ich möchte euch das wirklich mitgeben. Gott ist unser Hirte und wir sind seine Schafe. Er lässt uns nicht im Stich. Und wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen in den Alltag reingeht, in die Schule, in den Kindergarten, dann dürft ihr immer daran denken, Gott ist bei uns und er lässt uns nicht im Stich. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss mit euch beten. Und am Ende von dem Gebet möchten wir zusammen alle gemeinsam Amen sagen, okay? Cool. Gott, ich danke dir für den Tag heute und ich danke dir dafür, dass wir deine Schafe sind und du bist unser Hirte. Und Gott, ich möchte beten für die kommenden Tage, für die kommende Woche, dass du jedes einzelne Kind wirklich segnest und begleitest im Alltag und dass wir wirklich eine Begegnung mit dir erleben dürfen. Herr, segne du uns und sei du bei uns. Und zusammen sagen wir Amen. Hey, ich wünsche euch eine hammercoole Woche. Seid gesegnet und dann sehen wir uns nächste Woche zum vierten Advent.